Oh mein Gott, Fresh spielt COD. Moin moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Gameplays. Und warum spiele ich COD, werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Das war doch irgendwie früher mal so ein bisschen so ein Battlefield angehauchter Channel. Was macht denn der jetzt? Ganz einfach, ich wollte ein Spiel haben, wo ich noch mehr mit euch irgendwie interaktiv irgendwas machen kann und vor allen Dingen auch wieder ein paar Community-Aktionen starten kann. Und dafür eignet sich Call of Duty einfach ziemlich gut. Und vor allen Dingen habe ich mitbekommen, dass sehr viele von meinen Abonnenten Call of Duty besitzen. Und Black Ops habe ich dann so ein bisschen rumgefragt, ja, wie findet ihr so den Teil? Und da hat so der Popi zum Beispiel gesagt, ja, kannst du dir kaufen. Dann habe ich ein gutes Angebot gesehen für 16 Euro. Und dann dachte ich, ja, kann man ja mal zuschlagen. Und dann hat man da auf jeden Fall wieder was, wo man neue Videos bringen kann und ein paar neue Ideen hier auf dem Kanal sozusagen veröffentlichen kann. Ganz 100%ig neu sind die Ideen nicht. Und zwar habe ich da wieder die Idee, meine MVP-Serie sozusagen wiederzubeleben. Das war damals in Battlefield 3 so eine Aktion. Da habe ich gesagt, sucht euch eine Waffe aus, die schnapp ich mir und dann werde ich damit den ersten Platz belegen. Die Besonderheit, nicht nur den ersten Platz einfach von meinem Team, sondern vom ganzen Server. Jetzt nicht of all time oder sowas, sondern in dieser Runde, dass ich die allermeisten Punkte gesammelt habe von allen Leuten, die in dem Moment auf dem Server spielen. Und sowas werde ich hier dann auch wieder versuchen. Also, dass ich dann mit der Waffe sozusagen auf den ersten Platz lande. Falls euch das gefällt, dann schreibt mir das in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir einfach mal eine Waffe in die Kommentare, womit ich das machen soll. Und ich flehe euch an. Bitte sagt nicht, ich soll hier irgendwie mit einem, wie nennt sich das, Kampfschild oder sowas, das reißen. Ich bin eigentlich ein Call of Duty Noob, also ich bin sehr gut in COD 2 und ich bin sehr gut in COD 4. Aber die unterscheiden sich ja Galaxiehen von Black Ops 2 und den anderen neuen COD-Teilen. Und von daher, das ist alles nicht miteinander zu vergleichen. Und vor allen Dingen war ich auch immer der Scout. Also in COD 2 habe ich früher immer nur gerifelt, die Königsklasse überhaupt. Mehr Skill, also braucht man in den heutigen CODs nicht mehr, für nichts. Also Rifeln war damals das Allerschwierigste überhaupt. Und wenn man quasi rifeln konnte und dann COD 4 gespielt hat und eine Sniper in der Hand hatte, dann hat man sich sowieso wie Gott gefühlt, weil damit lief alles wie von alleine. Also da war ein Quickscope, war langsam, ja. Also nur mal so zum Vergleich. Auf jeden Fall macht es mir teilweise echt Spaß, wieder ein bisschen COD zu daddeln. Mal gucken, ob das anhält und vor allen Dingen bin ich viel gespannter darauf, was ich da mit euch alles so reißen kann. Und mit dem guten Popika und Viruskiller habe ich ja auch schon eine Runde gedaddelt. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann geht bitte in die Beschreibung. Da sind erstens beide Kanäle verlinkt. Da könnt ihr unbedingt mal drauf vorbeischauen, wenn ihr ein paar Videos haben wollt über Battlefield, über COD. Der Virus macht Nether Let's Play, so in Anführungsstrichen. Er bringt davon halt Gameplays und labert dazu. Auf jeden Fall ein unheimlich großes Spektrum, was ihr da auf den beiden Kanälen findet. Von daher einfach mal vorbeischauen, das kann ich euch nur raten. Und dort findet ihr auch bei dem guten Popika ein Video, wie wir so richtig die Gegner geraped haben. Ich eher weniger, um mal so am Rande das zu erwähnen. Das hier ist die allererste Runde, die ich Call of Duty Black Ops spiele, seitdem ich mir das gekauft habe. Vorher habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal an so einem Free Weekend gespielt. Aber wann war bitte schön auf Steam das letzte Free Weekend von Black Ops 2? Keine Ahnung. Kommt mir schon wieder vor wie ein halbes Jahr. Lass es ein Jahr gewesen sein. Und ja, auf jeden Fall, ich denke, die Runde ist ganz ansehnlich. Ich kenne mich da nicht so aus, was in COD gut ist. Und eigentlich spiele ich ja auch normalerweise auch nicht auf KD, aber in COD ist es ja ein bisschen was anderes als in Battlefield oder so. Oder anders als in einem Rennspiel. Hehe, KD, verstehst du? Auf jeden Fall hatte ich noch eine kleine Info am Rande, beziehungsweise zwei Infos. Mal gucken, ob ich das schaffe. Splinter Cell, da gab es letztens ein Video von mir, wie ich einen Guide mache zu einem Level. Fischmarkt nennt sich das Ganze. Und keine Angst, das Video stinkt überhaupt nicht. Und ich werde auch nicht die ganze Zeit über einen Guide reden, wie man da jetzt durchkommt. Sondern diese 15 Minuten habe ich einfach dafür genutzt, um mit euch über Themen zu quatschen.
oder euch auch Fragen zu stellen, die den Kanal betreffen. Deswegen, wenn da Splinter Cell draufsteht, heißt es nicht, dass 100% Splinter Cell drin ist bei uns auf dem Kanal, ja? Also wir versuchen euch nicht hier mit irgendwelchen Nonsens irgendwie zu langweilen, dass ich den nicht gesehen habe. Ah, ist Wayne, ne? Lass mal am Rande liegen. Sondern wir versuchen jedes Video dafür zu nutzen, um entweder euch Infos zu geben, mit euch näher in Kontakt zu treten, euch zu unterhalten oder wirklich was richtig Aufwendiges zu machen, was Neues zu machen. Halt, es gibt so ganz viele Punkte, die wir immer wieder mit einem Video erfüllt haben wollen, um halt mit unserem Kanal als Gesamtbild zufrieden zu sein. Das heißt, wir werden keine 0815 Videos hier irgendwie produzieren. Eben mal so einen Guide raushauen und das war's. Wenn es nur ein Guide wäre, dann wäre dieser Guide auf jeden Fall länger als diese 15 Minuten und wesentlich tiefgründiger. Also, das kann ich euch versprechen. Dann wäre sowas auf jeden Fall aufwendiger. Aber trotzdem macht es mir Spaß, diese Guide-Videos zu produzieren. Und die sind auch nicht eben mal so produziert, ne? So ist es nur nicht, ne? Das ist nicht hier wie so ein Call of Duty-Video. Kurz mal eine Runde spielen, alles rapen und dann ist wieder Sense und dann nimmt man das kurz auf. Oder live halt auch, dann wäre es ja noch schneller. Sondern da brauche ich schon manchmal so meine 3 Stunden, bis ich das Level wirklich so perfekt geschafft habe, wie ich das wollte. Ja, das ist auf jeden Fall schon meine Info am Rande. Bitte guckt euch dieses Splinter Cell-Video an. Der Link dazu ist jetzt hier im Bildschirm. Klickt drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster damit, dann könnt ihr das schon mal laden lassen. Da sind Fragen, wie gesagt, an euch zum Channel und natürlich auch kleine Infos. Ich hoffe, euch gefällt es. Und die nächste Info ist die, ich habe Sennheiser angeschrieben. Ja, wer jetzt irgendwie so denkt, Sennheiser, letzter Zeit, da war auch irgendwas mit Sennheiser. Genau, ich habe ein Review zum Sennheiser PC 360 Game gemacht. Und diese Review ist ja unglaublich gut bei euch angekommen. Da möchte ich ein richtig, richtig di dickes. Zunge ist irgendwie verknotet. Ein richtig dickes Dankeschön an euch alle raushauen, weil, ey, wenn man so viel Arbeit in ein Video reinsteckt und dann kommt so also dann kommt rüber, dass ihr von dem Produkt überzeugt seid und auch von dem Video. Nicht wundern, was ich jetzt hier mache. Da habe ich kurz mein Mikrofon eingestellt, weil Black Ops das immer hochgestellt hat. Ach, ist ein anderes Thema. Und denn so ein positives Feedback zurückkommt, das ist eh, das macht alles wieder wett, ja. Diese mehreren Stunden. Ich habe schon über ein Jahr ungelogen an dieser Review gearbeitet. Also, das ist so, ich hatte es irgendwann liegen lassen, weil ich nicht ganz zufrieden damit war. Und dann habe ich wieder angefangen und dadurch, dass ich in meiner Ausbildung ein paar neue Sachen gelernt habe und so, habe ich das halt verbessert und immer wieder dran gearbeitet. Und jetzt ist sie endlich fertig und sie kommt gut an und es freut mich ultra. Und da habe ich quasi so einen Schub bekommen, wo ich so dachte, ey, wenn du das nicht einfach mal ausprobierst, dann kannst du auch nicht wissen, was passiert. Deswegen habe ich einfach mal Sennheiser angeschrieben und gesagt, Leute, wie sieht's aus? Ich habe hier einen Review gemacht, der kommt ultra gut an. Ich promote euer Produkt und vor allen Dingen frage ich euch jetzt einfach mal da, ob ihr mir vielleicht mal was zuschicken wollt, ne? Und da habe ich nach dem Sennheiser Game One gefragt, weil das ein ultra geiles Headset in meinen Augen ist. Und mal gucken, ob die überhaupt reagieren. Ich werde meine E-Mails in den nächsten Tagen auf jeden Fall häufiger mal checken. Und falls da irgendwie was rauskommt, dass die wirklich zufrieden mit dem Review sind und überhaupt darauf reagieren, weil nun ist ja unser Kanal nicht hier so irgendwie 120.000 Abonnenten und 200.000 Aufrufe pro Video. Also von daher muss man da ein bisschen abwarten und Tee trinken. Nicht vergessen, eure Waffen in die Beschreibung zu packen und natürlich auch beim Splinter Cell Video und den anderen Kanälen vorbeizuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!